Der Lenovo hier N500, der hat ja zeitweise sehr schwaches Bild. Bei meinen Schaltern sieht man so eine schwarze Säule hier. Ja, da ist das Display. In das Display hier drin ist eine Lampe, CCFL-Technik, und ja, mit einem Inverter. Meistens ist so, dass die Lampe in das Display verbraucht ist. Ne? Die Lampe auszutauschen machen wir heutzutage nicht mehr so. Es hat ja kaum einen Sinn, beziehungsweise ist auch der Aufwand an sich sehr hoch. Diese Displays findet man ja sehr gut gebraucht. Ne, hier kann man sehen, aber die Kamera fasst das nicht. So gut, hier ist richtig hell, also die Seite, und dann wird der Pier dunkel. Ja, meistens ist das, wenn man so schaut, aber das schafft die Kamera leider nicht. Ja, das geht nicht. Aber man kann trotzdem sehen, hier ist die Seite heller als die andere. Okay, ja, dann überprüfen wir das Gerät, Display ausbauen. Das ist recht einfach. Hier sind Schrauben drin. Richtig gut gemacht. Displayrahmen abklemmen und dann kommen wir an das Display und dann kann man sehen, was da los ist. So, machen wir einfach Akku rausziehen. Ich nehme auch die Festplatte raus. Bei dem Display-Typ Akku rausziehen. Ja, dann die vier Schrauben hier unten von der Blende. Dann die Blende hier abklemmen und nach hinten rausnehmen. Dann die Schrauben hier unter den 4, 6. Das sind diese Gummiabdeckungen, hier 6 Schrauben. Die Rahmen vorsichtig abklemmen und abnehmen. Da darf ja hier nichts kaputt gehen. Sonst rastet sie nicht mehr ein, das Ganze. Darf ja nicht hier an den Display-Rahmen. Ne? So, und jetzt hat man das Display. Hier sieht man, das ist der Inverter-Modul. Ja, auch überprüfen. Ja. Und das ist das Display. Hier ist der Anschluss der Lampe. Das Display ist an der Seite, hier an der Seite, hier befestigt. Das sind hier Schrauben. Und die nehmen wir jetzt heraus. Ach, so schnell war ich nicht. Das Bild hat geflimmert. Das Gerät ist an und ist weggegangen. Man kann vielleicht noch was im Hintergrund erkennen, aber ich mache erstmal gar nichts. Ich mache das Gerät hier aus und dann mache ich noch mal an. Ja, jetzt muss man rausfinden, wo liegt ja hier das Problem. Na, jetzt ist das Bild da. Und jetzt doch ein. Jetzt flimmert und ist wieder weg. Ja, es kann ja möglich sein, dass der Inverter hier unten defekt ist. Und nicht die Lampe. Also die Lampe ist hier drin ein Display verbaut. Es kann aber beides sein. Also einfach zu testen wäre, wenn man jetzt nur das Inverter-Modul austauscht. Und überprüfe, ob alles in Ordnung ist. Na, aufpassen bei dem Display, nach vorne klappen und schon steht hier der LVDS, also Displaykabel unter Spannung. Ja, und zieht hier an den Stecker. Also gut aufpassen. Okay, ich baue mal das Invertermodul raus und suche mal nach einem Modul. Und so, in einer der vielen Kisten mit Teile habe ich ein von Sumira, hat allerdings eine andere Ausführung, nur identische Stecker, Spannung ist meistens identisch, also nach der Sicherung 2x19, dann die Masse und 2,1 Controller Schaltspannung und dann die Helligkeit einstellen. Ja, okay, ich probiere jetzt das Modul. Und schauen wir mal, ob es funktioniert.
Besser ist, man bestellt sich den originalen. Hier ist mit einem kleinen Driver IC und da sind nochmal zwei MOSFET-Transistoren. Vielleicht kriege ich das nach dem Kontrast hier. Ja. Und das ist der Treiber und das sind die MOSFET-Transistoren, das ist ein Hochspannungstrafo. Ja, gut aufpassen hier, da holt man sich schnell eine Verbrennung, wenn das Ding funktioniert. Das sind ein paar hundert Volt, ja, aber es tut weh, also nicht nachmachen, nicht so einfach ungeschützt montieren oder damit handeln. So, testen. So, Modul ist drin. Jetzt muss ich hier gut Stecker wieder rein. Ja. Und einschalten. Und ich hoffe, das Modul ist gut. Und die Lampe zündet. Nein, hier passiert gar nichts. Ja, also Modul passt ja nicht, da braucht man nicht weitermachen. Brauche ich das Original. So, da habe ich jetzt einen neuen Inverter. Das ist der alte. Ja, und jetzt baue ich mal das neue Teil ein hier. Und dann schauen wir nach, was passiert. Ob ich jetzt etwas. Ja. Ob alles gut läuft. Ja, schön. Habe ich irgendwas verpasst hier? Der Stecker ist identisch. Muss ja gehen. Ah. Nochmal. Jetzt ist drin. So, hier kann man auch nicht falsch zusammenstecken. Okay, gut aufpassen, kein Fehler. Beiseite legen. Und einschalten. Ohne Akku geht nichts, wie immer. Jetzt mal alles besser. Ach, ich bin mal kein Dick. Und jetzt aber. Okay. Da lassen wir dabei. Da ist ja keine Festplatte drin. Mal schauen, ob jetzt irgendwas hier noch passiert. Scheinbar. Funktioniert. Also vermutlich, ich vermute hier haben wir sehr oft früher gehabt, dass die Trafos defekt waren. Man hat Trafos gekauft und ausgetauscht, aber das Modul war einfach nur mal, sage ich mal so, gut da zu kaufen. Und scheint zu funktionieren, ne? Ansonsten kann einer zum Beispiel auch von der Flyberg-Leitung der Trafo zu ja, den Driver IC auffällerhaft sein oder einer der Bridge hier die Widerstände oder Kondensatoren fehlerhaft. So eben können auch die Kondensatoren hier fehlerhaft sein. Deswegen gilt alles nur mit Testen. Ja. Wenn die Sicherung defekt ist am Inverter, meistens ist noch mehr defekt, da sollte man hier den Ersatzwiderstand messen und auch die Transistoren hier, die MOSFETs.
Das Modul schmeiße ich auf keinen Fall weg, weil es kann ja möglich sein, dass ein oder andere Bauteil, ja, so wie die Transistoren hier, noch gut zu haben sind oder die kleine SMD-Sicherung. Na, der Code hier J findet man alles im Internet. Okay, scheinbar funktioniert das jetzt. Wir lassen ihn noch laufen. Temperatur überprüfen, ob der irgendwas zu heiß wird. Na, die Transistoren werden hier über die Platine gekühlt hier und dürfen nicht erhitzen. Genau das gleiche gilt für den Trafo. Aber besser nicht anfassen, weil es sind ein paar hundert Volt und das kann ja richtig wehtun. Okay, gut, dann war's das.